vielen Dank, Herr Verasta, für die nette Einleitung und auch die Einladung, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen. Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Wir schauen uns heute Reuchlins Briefe an. Und zwar gucken wir nicht so sehr auf den Briefinhalt, als vielmehr auf die Briefverbindungen zwischen Reuchlin und seinen Korrespondenzpartnern. Wir schauen also, wie Reuchlin in ein Briefkorrespondenznetzwerk eingebettet ist. Und die Motivation für diese Analyse, die wir uns heute gemeinsam anschauen, die können wir eigentlich auch in den gestrigen Vorträgen zurückfinden. Nämlich die Beobachtung, dass Reuchlin eine sehr facettenreiche Person war, die in viele Konflikte eingebettet war und es sehr schwer ist, ihm eine bestimmte Rolle zuzuweisen. Also ich habe hier zugespitzt mal ein paar Konflikte aufgezeigt, die natürlich sehr vereinfacht sind. Auf der einen Seite war er papsttreuer Katholik, aber auch Wegbereiter der Reformation. Er hat das Judentum verteidigt, aber musste auch irgendwie mit dem Antisemitismus seiner Zeit fertig werden. Heute möchten wir die Frage beantworten, welche dieser Rollen jetzt eigentlich dominant war. Und auch möchten wir beantworten, wie sich diese Rollen über die Zeit entwickelt haben. Sie sehen vielleicht auch schon Parallelen mit dem gestrigen Vortrag von Herrn de Boer. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber das Schöne ist, dass er eigentlich den qualitativen Teil der Rollenanalyse gestern vorgestellt hat und heute schauen wir uns den quantitativen Teil an. Also wenn Sie sich an Konzepte von seinem Vortrag erinnern, dann ist das sehr hilfreich für den Vortrag heute. Aber warum brauchen wir jetzt eigentlich Netzwerke? Bis jetzt konnten wir Reuchlin ja auch ganz gut ohne Netzwerke erforschen. Warum brauchen wir jetzt plötzlich eine neue Methode? Meine Antwort auf die Frage ist, dass Netzwerke bestehende Methoden ergänzen und teilweise deren Nachteile ausgleichen können. Natürlich gilt das auch andersrum. Die Nachteile der Netzwerkanalyse werden durch qualitative Methoden ebenso ausgeglichen. Und dieser Nachteilausgleich funktioniert auf folgende Art und Weise meiner Meinung nach. Unser heutiges Reuchlin-Bild beruht vor allem auf Quellen, die für die Nachwelt bestimmt waren, also auf isolierten Quellen wie einzelnen Veröffentlichungen von Reuchlin oder seinen Korrespondenzpartnern. Jetzt kann es dabei aber zu verzerrten Selbstdarstellungen der Autoren kommen. Man stellt sich ja teilweise etwas anders dar, wenn man etwas über sich schreibt, als es in der Realität wirklich der Fall war. Des Weiteren entspringt Verhalten ja nicht einfach aus der Person selbst heraus, sondern jede Person ist in ein Geflecht von Beziehungen und Interaktionen eingebettet. Und oftmals beeinflussen diese Interaktionen das Verhalten einer Person, ohne dass es der Person überhaupt bewusst ist. Und genau hier greifen Netzwerkanalysen ein. Netzwerkanalysen ermöglichen es nämlich, dass Beziehungen und Interaktionen in der Analyse berücksichtigt werden. Und genau das machen wir heute. Wir gucken uns Briefkorrespondenzen an und konstruieren daraus ein sogenanntes Briefkorrespondenznetzwerk. Es ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen, es gibt keine Netzwerke, die einfach in der Welt existieren. Es gibt Briefe und aus denen konstruieren wir ein Netzwerk. Darauf werde ich später noch zurückkommen, wie diese Netzwerkrekonstruktion genau funktioniert. Heute benutzen wir diese Briefkorrespondenznetzwerke, um daraus Kommunikationsrollen abzulesen. So, was hat es jetzt mit diesen Briefen auf sich, die wir analysieren? Briefe waren in der frühen Neuzeit ein wichtiges Kommunikationsmittel, wenn nicht das wichtigste schriftliche Kommunikationsmittel. Und das Schöne für mich als Datenwissenschaftlerin ist, dass sie eine breite Themenvielfalt abdecken. Also wenn ich mir moderne Kommunikationsmedien anschaue, wie Facebook oder WhatsApp, dann ist die Kommunikation da sehr beschränkt, entweder nur private Themen oder nur geschäftliche. Aber in diesen Briefen herrscht wirklich eine breite Themenvielfalt von persönlichen Belangen über politische Diskussionen, Wissenaustausch und natürlich auch Polemik. Des Weiteren sind die Briefe ganz gut verfügbar in Museen und Archiven. Hier sei ein großer Dank an die ganzen Editoren gerichtet, die die Fußarbeit machen, um diese Daten aufzubereiten. Das ist wirklich die Grundlage dieser ganzen Analyse hier. Für die erste Analyse habe ich einen Datensatz vorbereitet, den mir Herr Dallasta dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Dieser umfasst 548 Briefe von und an Reuchlin. Er umfasst außerdem 185 Personen und erstreckt sich über einen Zeitraum von 1477 bis 1522. Auf der rechten Seite dieser Folie sehen Sie die räumliche und die zeitliche Ausdehnung dieses Datensatzes. Auf der oberen Karte haben wir eine politische Karte von Mitteleuropa, das sind die modernen Landesgrenzen, wie wir sie heute kennen. Und diese Punkte, die zeigen die Sende- und Empfangsorte der Briefe im Datensatz. Je größer der Punkt, desto mehr Briefe sind mit diesem Ort assoziiert. Blau für Empfangsorte, rot für Sendeorte. Und wir sehen schon, dass die Korrespondenz sich vor allem auf den Süden des heutigen Deutschlands beschränkt, aber Reuchlin war auch sehr gut international vernetzt, wie die Punkte hier in den Niederlanden, Belgien, England und so weiter zeigen. Des Weiteren sehen wir in der Grafik unten einen Zeitverlauf der Briefe. Wir haben die Jahreszahlen auf der X-Achse und die Anzahl der gesendeten und empfangenen Briefe auf der Y-Achse.
Und dann sehen wir, dass die beiden besonders groß sind um das Jahr 1510, also da wurden die meisten Briefe gesendet und empfangen. Außerdem sehen wir, dass es einen ziemlich guten Match der blauen und roten Balken gibt, was darauf zurückschließen lässt oder darauf hinweist, dass Briefe einer großen Reziprozität unterlagen. Das bedeutet, ich schreibe Ihnen einen Brief und ich kann davon ausgehen, dass Sie mir auch antworten. Wir sehen also anhand dieses Überblicks, dass Briefe eine wichtige Quelle für soziale Beziehungen und Interaktionen darstellen. Jetzt haben wir die Briefe. Wie machen wir da Netzwerke draus? Um ein Netzwerk aus einem Briefdatensatz zu rekonstruieren, müssen wir gewisse Abstraktionen vornehmen. Und zwar müssen wir alle Eigenschaften oder Persönlichkeiten, die mit den Personen in dem Briefdatensatz assoziiert sind, über Bord werfen. Die brauchen wir nicht. Wir abstrahieren von den Personen. Und genauso abstrahieren wir auch vom Briefinhalt. Der Briefinhalt interessiert uns nicht. Die Personen werden im Netzwerk zu sogenannten Knoten. Das sind diese roten Kreise mit den Buchstaben, also eigentlich Blackboxes. Und die Briefe werden zu sogenannten Kanten. Das sind die Verbindungslinien zwischen den Knoten. Wie Sie sehen, spielt hier auch der Briefinhalt überhaupt keine Rolle. Es geht nur um Sende- und Empfangsbeziehungen. Jetzt haben wir diese wunderschöne grafische Netzwerkdarstellung. Nur leider kann der Computer damit nicht viel anfangen. Der Computer braucht etwas Handfestes. Deswegen müssen wir diese grafische Darstellung in eine mathematische Repräsentation übersetzen. Und das machen wir mit der sogenannten Adjazenzmatrix, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Die Adjazenzmatrix besteht aus Reihen und Spalten und die zeigen jeweils die einzelnen Knoten, wie hier mit den Buchstaben dargestellt. Die einzelnen Zellen geben dann an, inwiefern die Knoten miteinander verbunden sind. Also die schwarzen Kästchen zeigen, dass es eine Verbindung gibt und die Nullen zeigen, dass es keine Verbindung gibt. Die Minuszeichen auf der Diagonalen geben an, dass ein Knoten nicht mit sich selber interagieren kann. Warum ist das so? Weil wir davon ausgehen, dass sich eine Person nicht selber Briefe schreibt. Für andere Netzwerke könnten Kästchen und Nullen auf der Diagonalen vorliegen, zum Beispiel bei Router-Netzwerken im Internet, wo Routers mit sich selber kommunizieren. Aber bei Briefnetzwerken ist das nicht der Fall. Die Topologie des Netzwerks bezeichnet dann die Verbindungsstruktur zwischen den Knoten, also wie die Knoten durch Kanten miteinander verbunden sind. Und die Grundannahme der Netzwerkanalyse ist, dass wir von dieser Topologie auf Eigenschaften der Individuen im Netzwerk rückschließen können. Also wir können sagen, dass ein Individuum eine gewisse Eigenschaft hat, aufgrund des Beziehungsgeflechts, in das es eingebettet ist. Das ist eine starke Annahme, aber sie ist wichtig für die Netzwerkanalyse. Und das Potenzial dieser ganzen Analyse ist, dass wir die Vergangenheit mit einer systemischen Perspektive analysieren können. Also wir gucken nicht ins Detail, sondern wir gucken uns wirklich das komplette System an. Und weil wir hier Computeranalysen machen, können wir auch sehr große Datensätze verarbeiten, die ein einzelner Mensch gar nicht überblicken könnte. So, wir möchten heute die Kommunikationsrollen von Räuchern herausfinden. Das ist unser Hauptziel. Und außerdem möchten wir wissen, wie wir dazu ein Briefkorrespondenznetzwerk benutzen können. Hierzu stellen wir zunächst eine Hypothese auf, was wir erwarten, welches Rollenverhalten wir bei Räuchern erwarten. Und zwar haben wir zu Beginn gesehen, dass Räuchern in verschiedene Rollenkonflikte eingebettet war. Also wir konnten ihm nicht wirklich eine Rolle zuschreiben. Und da drängt sich die Annahme auf, ja, wenn jemand ein konfliktreiches Leben führt, dann muss er ja wohl irgendwie auch vermitteln zwischen diesen Konflikten. Hier stellen wir jetzt die Hypothese auf, dass je mehr Rollenkonflikte eine Person ausgesetzt ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person eine Vermittlerrolle ausfüllt in der Kommunikation. Weil sie muss ja irgendwie zwischen diesen Konfliktbereichen vermitteln. Das ist eine Hypothese und die müssen wir jetzt erst in der Analyse testen. Also das ist jetzt erstmal eine Behauptung. Um diese Hypothese mit der Netzwerkanalyse zu testen, müssen wir eine sogenannte Operationalisierung vornehmen. Das bedeutet, dass wir ein abstraktes Konzept, wie die Vermittlerrolle, in ein quantifizierbares Maß umwandeln. Und das müssen wir machen, weil der Computer mit abstrakten Konzepten wie Vermittlerrolle nichts anfangen kann. Der Computer braucht etwas Messbares. Wichtig an der Stelle ist zu verstehen, dass Operationalisierung immer vereinfacht. Wir können mit einem quantifizierbaren Maß nicht das komplette Spektrum eines abstrakten Konzeptes abbilden. Also wir werden es hier mit Vereinfachungen zu tun haben, die natürlich auch gewisse Unwahrheiten an den Tag legen, weil sie eben stark vereinfachen. Und die Operationalisierung, die wir heute verwenden für die Vermittlerrolle, das ist die sogenannte Betweenness Centrality. Das ist ein Netzwerkkonzept und das erkläre ich jetzt gleich im Detail. Und zwar wird die Betweenness Centrality für einzelne Knoten im Netzwerk berechnet. Also einem Knoten wird eine Betweenness zugeordnet. Und dabei beschreibt die Betweenness die Wichtigkeit des Knoten im Netzwerk.
Es gibt neben der Between Us noch ganz viele Zentralitätsmaße, die alle die Wichtigkeit von Knoten berechnen, aber die Definition von Wichtigkeit unterscheiden sich bei ihnen. Die Between Us von einem Knoten A ist dann wie folgt definiert. Sie bezeichnet die Anzahl der kürzesten Verbindungen zwischen jedem Knotenpaar im Netzwerk via Knoten A. Also vereinfacht ausgedrückt, wie stark vermittelt A zwischen anderen Knotenpaaren im Netzwerk. Das Ganze schauen wir uns mal grafisch auf der rechten Seite an. Wir haben in der oberen Grafik zwei Reihen von grünen Knoten, die linken und die rechten. Und die kommunizieren miteinander, aber indirekt via dem roten Knoten in der Mitte. Der rote Knoten liegt daher auf den kürzesten Faden, die zwischen diesen zwei linken und rechten Spalten verlaufen. Wir können also sagen, der rote Knoten hat eine große Betweenness, weil er stark vermittelt. Gucken wir uns hingegen die untere Grafik an. Hier haben wir weitere Kanten eingefügt, die nun direkte Verbindungen zwischen den grünen Knotenpaaren in der linken und rechten Spalte zeigen. Der Knoten in der Mitte wird daher als Vermittler immer unwichtiger, weil die Kommunikation nicht mehr über ihn laufen muss, aber direkt zwischen den Knotenpaaren in der linken und rechten Spalte passieren kann. Deswegen sinkt die Betweenness dieses mittleren Knotens in diesem Beispiel. Also zusammengefasst, Betweenness misst die Anzahl der kürzesten Pfade, auf denen ein Knoten liegt, und gibt an, wie stark dieser Knoten zwischen anderen Knotenpaaren vermittelt. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur ein abstraktes Konzept aus der Netzwerkanalyse, sondern wir finden auch Beispiele im 16. Jahrhundert, die diese Art von Vermittlung nahelegen. Zum Beispiel war es so, dass Verstorbene Informationen an die jüngere Generation weiterleiteten über eine mittlere Generation, die zwischen diesen zwei Generationen vermittelte. Oder es war so, dass Studenten zwischen Gelehrten reisten, Empfehlungsschreiben mitnahmen und somit zwischen den Gelehrten vermittelten. Und zu guter Letzt gab es natürlich auch Konfliktparteien, und die wurden durch Schlichter, durch vermittelnde Rollen dann auch zur Kommunikation angehalten, zur indirekten Kommunikation. Wir sehen also, für unsere Analyse können wir Betweenness als Vermittlerrolle verwenden. So, wie steht es jetzt um die Betweenness bei Reuchlin? Dazu schauen wir uns das Reuchlin-Netzwerk auf der rechten Seite an, das wir aus dem Briefdatensatz rekonstruiert haben. Die blauen Punkte, das sind jeweils die einzelnen Personen, die Knoten, und die grauen Verbindungslinien sind unsere Kanten, die die Briefverbindungen darstellen. Die Größe der Knoten gibt die Betweenness an. Und wir sehen Reuchlin, der ist hier in der Mitte. Entschuldigung, Betweenness, könnte man genau das deutsche Wort dafür sagen. Betweenness, ich kann es mir, was heißt das? Zwischenhaftigkeit. Zwischenhaftigkeit. Okay, danke. Gerne. Ich habe leider keine Maus, aber Sie sehen es ja hier. Ja, die Begriffe kommen alle aus dem Englischen, und wenn Sie die Literatur lesen, ist es wichtig, dass die Originalbegriffe verwendet werden, deswegen werden hier auch die englischen Begriffe verwendet. In der Schulzeit gab es das Wort noch gar nicht, ne? Ja, die Netzwerkforschung ist auch noch nicht so alt. Also, wir sehen hier Reuchlins Netzwerk. Reuchlin hat die größte Knotengröße, was angeht, dass er die größte Betweenness hat und somit die stärkste Vermittlerrolle einnimmt. Das scheint ja zunächst unsere Hypothese zu bestätigen. Wir würden ja erwarten, dass Reuchlin ein großer Vermittler ist, und dieses Netzwerk nimmt das auch scheinbar an. Aber auf der anderen Seite würden wir das auch von anderen Personen erwarten, wie zum Beispiel von Philipp Melanchthon, der ja auch eine vermittelnde Rolle eingenommen hat. Sein Knoten ist aber ziemlich klein. Und auch die Knoten von anderen Reformatoren sind relativ klein, und eigentlich ist nur Reuchlin hier als dominanter Vermittler aufgeführt. Das scheint nicht mit unserer Hypothese übereinzustimmen, und wir fragen uns natürlich, warum das der Fall ist. Und das ist der Fall durch diese bestimmte Struktur des Netzwerks. Wir nennen das ein sogenanntes Ego-Netzwerk. Ego-Netzwerke haben eine Sternstruktur. Wir haben einen dominanten Knoten in der Mitte und dann in der Peripherie Knoten, die nicht miteinander interagieren. Also die sind nicht untereinander verbunden. Alles läuft nur auf Verbindungen zu Reuchlin hinaus. Und diese Sternstruktur wird von der Tatsache, dass Briefe in Editionen abgespeichert sind. Und diese Briefeditionen drehen sich halt immer nur um eine Person. Eine Briefedition hat die Briefe von und an eine Person gespeichert. Und das ist wirklich ein Problem, weil die Betweenness in diesem Netzwerk drückt nicht die Realität aus, sondern ist nur durch diese Datensammlung so rekonstruiert. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Was machen wir jetzt? Wir möchten ja trotzdem die Vermittlerrolle von Reuchlin, aber auch von anderen Personen herausfinden. Eine Lösung ist es, verschiedene Briefeditionen miteinander zu kombinieren und somit das Reuchlin-Netzwerk in ein größeres einzubetten. Und genau das machen wir jetzt.
Für diese Analyse verwenden wir 9 weitere Briefeditionen von den Herren hier auf der rechten Seite. Insgesamt umfassen diese Briefeditionen ungefähr 26.000 Briefe und wurden zwischen ungefähr 3.000 Personen verschickt. Der Zeitraum umfasst 1500 bis 1564. Wenn wir jetzt diese 9 Briefeditionen zu einem Netzwerk konstruieren und darin das Räuchte-Netzwerk, das wir gerade gesehen haben, einbetten, dann kommen wir auf ein Netzwerk mit fast 3500 Knoten und mehr als 30.000 Kanten. Dieses Netzwerk sehen wir hier auf der rechten Seite. Die blauen Knoten, das sind die ursprünglichen Knoten aus dem Räuchle-Netzwerk. Und wir sehen schon, dass das ein Bruchteil des gesamten Netzwerks ausmacht. Also das Räuchle-Netzwerk ist wirklich sehr klein im Vergleich des Gesamtnetzwerks. Wie zuvor auch, spiegelt die Knotengröße die Betweeness wider. Und wir sehen schon, dass die Knotengröße viel stärker variiert als im Räuchle-Netzwerk. Also wir sehen, es gibt viele kleine Knoten mit einer kleinen Betweeness, aber es gibt auch viele große Knoten mit einer großen Betweeness. Und das scheint unsere Hypothese noch mehr zu bestätigen. Wir sehen, dass Reuchlin hier mit seinem Betweeness-Wert auf Platz 6 des Rankings endet. Hinter Melanchthon, Luther, Butzer, Bullinger und Vadian. Die Prozentwerte, die Sie hier hinter den Namen sehen, das sind die Betweeness-Werte relativ zur maximalen Betweeness im Netzwerk. Was heißt maximale Betweeness? Wenn Sie alle Knotenpaare im Netzwerk auflisten und für jedes Knotenpaar die kürzeste Verbindung berechnen, dann würde ein Knoten, der die maximale Betweeness hat, auf all diesen Verbindungen liegen. Jetzt scheint es so, dass diese Prozentwerte relativ klein sind. Reuchlin 4%, ist ja nicht so ein starker Vermittler. Was machen wir denn jetzt? Wie interpretieren wir diese Werte? Hier müssen wir uns vor Augen führen, dass es ein sehr großes Netzwerk ist und dass 4% letztendlich ziemlich viel ist. Wir haben hier 3500 Knoten. Alle Knotenpaare zusammen, das sind fast 12 Millionen. 12 Millionen kürzeste Verbindungen. 4% von 12 Millionen, das sind ungefähr 500.000. Das bedeutet, dass Reuchlin zwischen 500.000 Knotenpaaren vermittelt, was ich als große Menge einschätzen würde. Die Personen, die hier vor Reuchlin im Ranking der Betweeness sind, die bestätigen unsere Hypothese auch. Denn wir sehen, dass hier Vermittler wie Melanchthon oder Butzer aufgeführt sind, von denen wir wussten, dass sie stark zwischen Lutheranern und Zwinglianern vermittelt haben. Insbesondere Butzer mit seiner Confessio Tetrapolitana. Also das scheint Sinn zu machen, dass die hier zusammen mit Reuchlin auf den vorderen Plätzen rangieren. Ja, jetzt haben wir den positiven Fall bewiesen. Also das Betweeness zeigt, dass Leute eine starke Vermittlerrolle einnehmen. Aber können wir auch den entgegengesetzten Fall beweisen? Können wir zeigen, dass Betweeness klein ist für Leute, die eigentlich überhaupt keine Vermittler waren. Hierzu habe ich 2 Beispiele rausgesucht, nämlich das von Andreas Karlstadt und das von Thomas Münzer. Die waren am Anfang glühende Anhänger von Luther, fielen dann in Ungnade, haben sich radikalisiert und sind nicht so stark als Vermittler aufgetreten. Und wir sehen, dass Betweeness das aufgreift. Wir sehen, dass die relativen Betweeness-Werte hier 0,07% und 0% betragen. Also wirklich sehr klein, und das stimmt auch mit unserem qualitativen Eindruck überein, dass diese Personen nicht wirklich Vermittler sind. Also wir konnten in der Analyse einmal das Positive zeigen, dass Betweeness starke Vermittlerrollen ausdrücken kann, aber auch das Negative, dass sie nicht so starke Vermittlerrollen ausdrücken kann. Also wir haben jetzt gezeigt, dass Betweeness unsere Hypothese erfasst mit der Vermittlerrolle. Aber es ist natürlich alles viel komplizierter. Die Leute waren ja nicht nur Vermittler, sondern es gab ein ganzes Rollenspektrum, wie Herr de Boer gestern auch schon in seinem Vortrag ausgedrückt hat. Also Leute haben verschiedene Rollen eingenommen und ihnen wurde auch nicht nur eine Rolle zugeschrieben, die sie für immer eingenommen haben, sondern die haben natürlich auch ihre Rollen gewechselt. Ich bin heute in der Rolle der Vortragenden, aber gestern war ich in der Rolle der Zuhörenden. Abhängig von der Situation verändern sich die Rollen. Das haben wir in unserer jetzigen Analyse noch überhaupt nicht ausgedrückt, weil wir uns nur auf eine Rolle beschränkt haben. Ein weiterer Nachteil der jetzigen Analyse ist es, dass Betweeness sich nur auf einen Teil der Netzwerktopologie beschränkt. Wir gucken uns ja nur die kürzesten Pfade an, aber die Netzwerktopologie besteht aus viel mehr als nur kürzesten Pfaden. Und diese ganze wichtige Information, die werfen wir einfach über Bord. Die würden wir aber gerne in unsere Analyse mit aufnehmen. Also Ziel ist es jetzt, in der angepassten Analyse ein ganzes Rollenspektrum zu analysieren und am besten auch noch verschiedene weitere Netzwerkmaßen mit einfließen zu lassen, die die Topologie als Ganzes beschreiben, dass wir nicht irgendwelche Informationen, die im Netzwerk stecken, einfach wegschmeißen.
Und da wir jetzt tiefer in die Rollenanalyse einsteigen, denke ich, dass es an dieser Stelle Sinn macht, die Rolle als Konzept formal zu definieren. Eine Rolle in unserer Analyse bezeichnet ein kontextspezifisches Kommunikationsmuster. Kontextspezifisch, wie gerade angedeutet, weil sich Rollen über die Zeit verändern, sie sind also situationsabhängig. Und Muster, weil es nicht ausreicht, wenn ich einfach ein Verhalten als einzelne Person an den Tag lege, sondern weil eine Rolle dadurch gekennzeichnet ist, dass mehrere Personen ein Verhalten ausüben und wir somit dieses Verhalten als eine Gruppe zusammenfassen können, die wir Rolle nennen. Deswegen erkennen wir Muster im Verhalten und die nennen wir Rollen. Wie bereits gesagt, wollen wir jetzt verschiedene Netzwerkmaße in die Analyse mit einfließen lassen. Und die gucken wir uns jetzt an. Es gibt nämlich einen ganzen Zoo von Netzwerkmaßen. Also es gibt hunderte von Netzwerkmaßen, die wir berechnen können. Und hier sind einige Beispiele aufgeführt, dass Sie mal einen groben Überblick bekommen, was denn überhaupt möglich ist. Wir hatten bereits die Betweeness Centrality angesprochen, die Sie hier auf der linken Seite sehen. Aber wie bereits gesagt, gibt es noch viele weitere Zentralitätsmaße, die alle unterschiedliche Arten von Wichtigkeit ausdrücken. Und das ist hier schematisch auch in diesen Netzwerken dargestellt, weil sich die Knotengröße eines Knoten immer verändert, je nachdem, welches Zentralitätsmaß ich jetzt hier verwende. Also wir haben hier wirklich unterschiedliche Definitionen von Wichtigkeit. Des Weiteren gibt es sogenannte Community-Analysen. Eine Community, das ist eine Gruppe von Knoten und die Knoten in der Gruppe, die sind stärker miteinander vernetzt als die Knoten zwischen Communities. Und dann gibt es auch wieder viele Algorithmen, die diese Communities auf unterschiedliche Art und Weise berechnen. Eine weitere Gruppe von Netzwerkmaßen befasst sich mit sogenannten Konnektivitätspräferenzen. Also wir haben hier zum Beispiel ein assortatives Netzwerk. Das bedeutet, dass die Aktivitätslevel der einzelnen Knoten miteinander korrelieren. Das bedeutet, wenn ich 1000 Briefe schreibe, dann bin ich eher mit Leuten verbunden, die auch 1000 Briefe schreiben. Wenn ich aber nur einen Brief schreibe, dann bin ich eher mit Leuten verbunden, die auch nur einen Brief schreiben. Also unsere Aktivitätslevels passen sich an. Im Gegensatz dazu steht das dissortative Netzwerk. Da gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Aktivitätslevels. Wenn ich 100 Briefe schreibe, dann kann ich mit einer Person verbunden sein, die nur einen Brief schreibt, aber auch mit einer Person, die 10 Millionen Briefe schreibt. Hier gibt es keinen Zusammenhang. Und zu guter Letzt gibt es auch noch eine Klasse der Netzwerkmaße, die sogenannten Motive abbildet. Motive, das sind Verbindungsmuster zwischen kleinen Gruppen von Knoten, meistens so zwei oder vier. Ein bekanntes ist hier zum Beispiel die Reziprozität, ich schreibe Ihnen einen Brief, Sie antworten. Oder die Triadic Closure, ich lade zwei Freundesgruppen zu meinem Geburtstag ein, die kennen sich noch nicht, aber auf meinem Geburtstag fangen sie dann an, miteinander zu kommunizieren, weil ich sie beide eingeladen habe. Also das Dreieck wird geschlossen. Diese ganzen Netzwerkmaße benutzen wir jetzt in unserer Analyse, um die Topologie des Briefkorrespondenznetzwerks ganzheitlich abzubilden und ein Rollenspektrum zu analysieren. Also das Ziel ist jetzt, verschiedene Rollen herauszufinden. Und diese Analyse sieht ungefähr so aus. Wir fangen mit unserem Briefkorrespondenznetzwerk hier auf der linken Seite an, schematisch dargestellt. Wie wir gesehen haben, ist das in der Realität natürlich viel größer. Für jeden einzelnen Knoten in diesem Netzwerk berechnen wir nun unseren Zoo von Netzwerkmaßen. In der Analyse sind das wirklich ungefähr 60 Netzwerkmaße pro Knoten. Dieses Ergebnis speichern wir dann in einer Matrix, die Sie hier weiter rechts sehen. Die Reihen, die geben die jeweiligen Knoten an und die Spalten die Netzwerkmaße. Also eine Reihe ist zum Beispiel der Knoten Reuchling und eine weitere Reihe ist der Knoten Luther. Und für den Knoten Reuchling haben wir dann ein Netzwerkmaß Betweeness und einen weiteren Wert für ein weiteres Netzwerkmaß und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr große Matrix. Jetzt ist es in der Netzwerkanalyse leider so, dass manchmal verschiedene Netzwerkmaße das gleiche messen. Wir sprechen hier von Redundanz. Wir wollen aber nur einen Aspekt einmal in der Analyse messen. Deswegen müssen wir diese Redundanz irgendwie rausschmeißen. Da gibt es Machine Learning Algorithmen, die das für uns automatisch machen und das machen wir jetzt auch hier im dritten Schritt. Wir sehen, dass die Matrix, die wir nach dem dritten Schritt erhalten, viel weniger Spalten hat, weil die ganzen überflüssigen Netzwerkmaße rausgeschmissen worden sind. Aber die Anzahl der Reihen bleibt die gleiche, weil wir natürlich alle Reformatoren bzw. alle Knoten weiterhin analysieren. Was wir jetzt machen ist, nach Mustern in diesen Reihen zu schauen. Wir schauen, welche Knoten haben denn ungefähr die gleichen Werte bei diesen Netzwerkmaßen. Und Ähnlichkeiten haben wir hier mit Farbe kodiert.
Also wir sehen jetzt zum Beispiel, dass die erste Reihe der Matrix ungefähr die gleichen Werte hat wie die, was ist das, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter und so fort. Diese Gruppen von Knoten nennen wir Rollen. Da kommen wir wieder auf die Kommunikationsmuster zu sprechen, weil laut unserer Definition eine Rolle eine Gruppe von Personen ist, die sich auf eine ähnliche Art und Weise verhält. Also zusammengefasst, Rollen sind Knoten mit ähnlichen topologischen Merkmalen im Briefkorrespondenznetzwerk. Und wäre ja schön, wenn alles so einfach wäre, aber wir haben ja auch gesagt, dass Rollen sich über die Zeit entwickeln. Deswegen machen wir die ganze Analyse auch noch über die Zeit. Hierfür haben wir auf der linken Seite einen Zeitstrahl und auf diesem Zeitstrahl läuft ein sogenanntes Zeitfenster. Das läuft immer weiter. Und das hält alle 10 Jahre an und alle 10 Jahre lassen wir unsere Analyse auf dem entsprechenden Netzwerk praktisch laufen, dass wir pro 10 Jahre das Rollenverhalten der Reformatoren analysieren können. Was ich Ihnen bis jetzt vorenthalten habe, ist, wie wir diese Rollen eigentlich interpretieren. Also nach welchen Mustern suchen wir eigentlich? Und hierfür habe ich in einem weiteren Forschungsprojekt eine Theorie der Kommunikationsrollen entwickelt. Und zwar habe ich mir bestehende Kommunikationsnetzwerke angeschaut und nach Kommunikationsmustern gesucht, die ich dann sogenannten Rollen zugeschrieben habe. Die Rollen, die ich gefunden habe, die sehen wir hier auf der rechten Seite. Das sind 9 Stück, nämlich die 9 hier in diesen bunten Kästchen. Und da sehen wir wieder englische Ausdrücke wie Local Socializer, Tourist und Globetrotter. Und das klingt ja alles sehr modern. Und da fragt man sich, ja, was hat das jetzt mit Briefkorrespondenzen zu tun? Hierzu muss ich sagen, dass diese Literaturrecherche, die ich benutzt habe, für die Theorieentwicklung auf modernen Kommunikationsmethoden beruht, beziehungsweise modernen Kommunikationsnetzwerken. Also ich habe mir dafür E-Mail-Netzwerke angeschaut oder Chat-Netzwerke auf Reddit und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt eine steile Hypothese, dass ich sage, dass wir diese Rollen, die ja in einem modernen Setting entwickelt wurden, auch auf Reformatoren im 16. Jahrhundert übertragen kann. Ist diese Annahme denn tragbar? Und meiner Meinung nach ist sie es, weil die vorangegangene Forschung gezeigt hat, dass es universale Charakteristika von Kommunikationsnetzwerken gibt, die unabhängig vom Kommunikationsmedium sind. Also wir haben in der vorangegangenen Forschung Hinweise darauf, dass E-Mail-Netzwerke und Briefkorrespondenznetzwerke sich auf eine ähnliche Art und Weise in ihrer Struktur verhalten. Hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel können wir sagen, dass Kommunikationsnetzwerke allgemein assortativ sind. Wir erinnern uns, assortative Netzwerke, da sind Knoten mit verschiedenen Aktivitätslevels miteinander verbunden. Wir haben eine starke Gruppenbildung in Kommunikationsnetzwerken. Und zu guter Letzt haben wir kurze Pfade, mit denen Knoten miteinander verbunden sind. Wie gesagt, das Ganze ist unabhängig vom Kommunikationsmedium und interessanterweise auch unabhängig von der Zeit. Also diese Analysen wurden für alte historische Netzwerke gemacht, genauso wie für moderne Netzwerke und es zeichnet sich immer eine ähnliche Struktur, eine ähnliche Topologie ab. Aufgrund dieser Ähnlichkeit, die in der vorangegangenen Forschung gezeigt wurde, denke ich, dass es vertretbar ist, moderne Kommunikationsrollen für die Reformation zu verwenden, auch wenn diese Begriffe vielleicht etwas komisch anmuten, zumal wir es doch hier mit historischen Daten zu tun haben. In meiner Theorieentwicklung habe ich nicht einfach nur Kommunikationsmuster identifiziert, wie diese bunten Kästchen hier zeigen, sondern ich habe sie auch zueinander in Beziehung gesetzt. Das zeigen diese schwarzen Pfeile an den Rändern dieser Matrix. Das sind sogenannte Dimensionen, in die diese Rollen eingebettet werden und somit auch erklärt werden. Also wir haben hier zum Beispiel eine Dimension, die heißt Strategicness, also wie strategisch der Mensch, der die Rolle ausfüllt, ist. Eine strategische Rolle bedeutet, dass man ein gewisses Ziel verfolgt mit seinem Kommunikationsverhalten. Und eine nicht strategische Rolle bedeutet, dass man einfach so aus Spaß miteinander kommuniziert, ohne einen gewissen Zweck zu verfolgen. Falls man eine strategische Rolle einnimmt, unterscheiden wir zwischen dem Typ der Strategie. Das ist die Dimension hier auf der rechten Seite. Es kann eigennützige Rollen geben, die sogenannten Selfish Roles. Da ist der Zweck, den ich verfolge, wirklich eigennützig und ich arbeite nur auf mein eigenes Ziel hin. Auf der anderen Seite gibt es auch gruppenorientierte Rollen, wo das Kommunikationsverhalten darauf abzielt, Leute zusammenzubringen und miteinander in Kontakt zu bringen. Des Weiteren haben wir eine dritte Dimension, hier auf der linken Seite dargestellt. Das ist die sogenannte Cluster-Dimension oder Gruppendimension. Und zwar kann Kommunikationsverhalten lokal passieren, es kann lokal-global passieren, also zwischen lokalen Teilen des Netzwerks und zwischen den großen
weiten Netzwerk und das kann auf dem ganzen Netzwerk passieren. So sind diese Rollen eingebettet und diese Rollen werden wir jetzt in unserer Analyse weiterverwenden. Ich habe diese Rollen jetzt auch nochmal grafisch dargestellt, dass wir eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wie sie denn im Netzwerk auszusehen haben. Also das sind jetzt Beispiele, wie die Topologie von Knoten aussieht, die gewisse Rollen erfüllen. Die roten Knoten hier in diesen einzelnen Beispielen, die erfüllen jeweils die Rollen, die unten dran stehen. Ich habe hier zwei Beispiele rausgepickt. Das ist einmal die Rolle des Global Coordinator, also eine Vermittlerrolle, die wirklich global auf dem ganzen Netzwerk agiert. Und die Rolle des Local Self-Seekers, also eine, die eigennützig im lokalen Bereich des Netzwerks kommuniziert. Der Global Coordinator, sehen wir schon, der vermittelt zwischen lokalen und entfernten Netzwerkbereichen und fördert somit den Informationsaustausch von Dritten. Wir sehen in der zugehörigen Netzwerkgrafik, es gibt keine Umrandung, also hier ist nichts irgendwie lokal, sondern alles passiert auf dem kompletten Netzwerk. Im Gegensatz dazu, der Local Self-Seeker, der leitet interne Informationen aus seiner eigenen Gruppe nicht weiter. Er verhindert dadurch den Informationsaustausch von Dritten und ist dadurch eigentlich so ein bisschen ein Gegenpol zum globalen Vermittler. Das nur so als Beispiele. Wie wir nachher sehen werden, werden diese zwei Rollen bei Reuchling besondere Prominenz erhalten. So, jetzt wollen wir endlich unsere Ergebnisse analysieren. Das war jetzt ja alles sehr viel theoretischer Hintergrund. Wir wollen jetzt ja wirklich wissen, welche Rollen Reuchling einnimmt und wir wollen auch das Rollenspektrum über die Zeit analysieren. Dazu schauen wir uns die große Grafik hier in der Mitte der Folie an, die angibt, wie wir dieses Rollenspektrum analysieren. Wir haben hier die verschiedenen Rollen, unsere neuen Rollen auf der X-Achse und drunter auch die Legende, dass wir wissen, welche Zahl welcher Rolle zugeordnet ist. Das rote Band gibt dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über diese Rollen an. Also wir sagen nicht, dass eine Person eine Rolle erfüllt, sondern wir sagen, diese Person erfüllt alle Rollen, aber zu einem gewissen Grad, weil es natürlich Unsicherheiten gibt. Also wir sehen hier zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Reuchling die Rolle 1 erfüllt, also ein Local Socializer ist, sehr klein ist. Wohingegen die größte Wahrscheinlichkeit, eine Rolle zu erfüllen, ist die des Global Coordinators, also die des globalen Vermittlers. Die liegt nämlich bei 0,52, also es gibt eine 52-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Reuchling diese Rolle einnimmt. So interpretieren wir diese Grafik. Und am Anfang habe ich ja gesagt, dass wir Zeitverläufe uns anschauen über Rollen. Hier haben wir jetzt einen Verlauf für die Jahre 1512 bis 1521 und diese Verteilungen können wir für alle Dekaden berechnen, die in unseren Daten vorkommen und dann bekommen wir so ein Band wie auf der rechten Seite dargestellt. Da haben wir für jede Dekade praktisch eine Verteilung über die Rollen. Also die erste Dekade, die beginnt 1507 und endet 1516 und die letzte 1520 bis 1529. Das hat jetzt natürlich nicht viel mit den Lebensdaten von Reuchling zu tun. Warum ist das so? Weil wir uns natürlich an die Daten in unserem Briefdatensatz halten müssen. Und wenn es dann nach 1520 keine weiteren Briefe gibt, zumindest nicht in unserem Datensatz, dann werden die hier auch nicht aufgeführt. Also wie gesagt, unser Ziel ist es jetzt, diesen Rollenverlauf zu analysieren und zu schauen, wie Reuchlings Rollen sich über die Zeit verändert haben. Die Grafik bleibt dieselbe. Wenn wir uns jetzt diesen Verlauf anschauen, dann sehen wir, dass die dominanteste Rolle von Reuchling die des globalen Vermittlers ist. Wie sehen wir das? Diese Spitze, die da immer bei Rolle 6 auftaucht, das ist die, die eigentlich permanent in diesem roten Band vorkommt. Also was hier rot eingefärbt ist, das sind Zeitverläufe, in denen Reuchling immer die größte Wahrscheinlichkeit hatte, ein globaler Vermittler zu sein. Das ist also laut der Analyse zumindest seine dominanteste Rolle, was auch wieder unsere Hypothese zu bestätigen scheint. Interessanterweise sehen wir aber auch Rollenwechsel. Zum Beispiel zwischen dem zweiten grau gefärbten Band, also der Periode von 1508 bis 1517, und dem ersten rot gefärbten Band, das ist 1509 bis 1518. Hier wechselt die Rolle von Rolle 7, das ist eine eigennützige Rolle, die lokal interagiert, zu einer globalen Rolle, die vermittelt. Könnte man sich ja fragen, wie kommt es zu diesem Rollenwechsel? Also was veranlasst euch, um jetzt die Rolle zu wechseln? Oder sind das äußere Umstände, die ihn dazu zwingen? Hier können wir an dieser Stelle nur spekulieren, aber verschiedene Hypothesen generieren, die dann später in qualitativer Forschung näher analysiert werden können. Zum Beispiel könnten wir vermuten, dass dieser Rollenwechsel in der
Zeit des Räuchlin-Pfefferkornstreits lag und vielleicht Räuchlin sich mehr auf eine Vermittlerrolle da besinnen musste, weil er eben mit seinen Kritikern irgendwie mehr fertig werden musste. Aber wie gesagt, das ist nur eine Hypothese. Ein weiter interessanter Rollenwechsel ist vom letzten roten Verlauf zum letzten grauen Verlauf dargestellt. Das ist die Periode 1519 bis 1528, dann Wechsel zur Periode 1520 bis 1529. Hier wechselt die Rolle vom globalen Vermittler, Rolle 6, zu Rolle 8. Das ist ein Zensor, also auch eine Rolle, die sehr eigennützig ist. Dieser Zensor, der möchte Informationen abhalten, der gibt die nicht weiter, der sammelt die einfach nur. Also eine wirklich sehr eigennützige Rolle. Und wieder stellen wir uns dieselbe Frage, wie kommt es zu diesem Rollenwechsel? Könnte es vielleicht sein, dass Räuchlin in seinen letzten Jahren eher zurückgezogen als Professor agiert hat an einer Universität und eine Vermittlerrolle vielleicht gar nicht mehr so nötig war in seinem Leben und er eine andere Rolle einnehmen könnte? Aber wie gesagt, auch nur eine Hypothese. Soweit zu Räuchlins Rollen. Dankenswerterweise haben wir ja ein ganzes Netzwerk. Das heißt, wir können diese Rollen auch für andere Personen in diesem Netzwerk berechnen und sie dann mit Räuchlins Rollen vergleichen. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben Räuchlins Rollenverlauf hier auf der linken Seite, den kennen wir schon, und dann die Rollenverläufe von vier wichtigen Korrespondenzpartnern von Räuchlin, die auch in dem Briefnetzwerk auftreten. Wir haben hier Erasmus, Klaus Gerbel, Jakob Wimpfeling und Kurfürst Friedrich von Sachsen. Wenn wir uns diese Rollenmuster anschauen von diesen vier Korrespondenzpartnern, dann sehen wir ein interessantes Muster. Und zwar sehen wir, dass zum Todeszeitpunkt von Räuchlin im Jahr 1522 diese anderen Partner plötzlich ihre Rollen verändern. Das ist dieser Wechsel vom grauen Bereich zum roten Bereich bei diesen Korrespondenzpartnern. Die Tatsache, dass sie nicht auf einer Linie sind, liegt daran, dass diese Korrespondenzpartner unterschiedlich lang gelebt haben und somit unterschiedlich viele Jahre praktisch zur Verfügung stehen in unseren Daten. Und zwar sehen wir, dass als Räuchlin stirbt, die anderen Korrespondenzpartner plötzlich alle globale Vermittlerrollen einnehmen. Zuvor hatten sie andere Rollen, waren eher lokal interessiert oder haben eigennützige Rollen eingenommen. Eine Hypothese, wie es zu diesem Rollenwechsel kommen könnte, wäre zum Beispiel, dass sich die Rollen gegenseitig bedingen. Also, dass Räuchlin eine Art Vakuum hinterlässt als Vermittler und andere Personen in dieses Vakuum springen und jetzt die Vermittlerrolle ausfüllen. Aber wie auch zuvor ist das nur eine Hypothese, die jetzt mit qualitativer Forschung weiter analysiert werden könnte. So, fassen wir zusammen, was wir die Rollenanalyse bei Räuchlin gelernt haben. Zunächst haben wir gesehen, dass Räuchlin als Vermittler auftritt, und zwar als globaler Vermittler, der zwischen entfernten Bereichen des Netzwerks vermittelt. Wir haben auch gesehen, dass unsere Analyse eine recht hohe Validität hat, weil wir die Gesamtheit der Netzwerktopologie berücksichtigen. Wir erinnern uns, wir haben nicht nur ein Netzwerkmaß, sondern diesen ganzen Zoo an Netzwerkmaßen mit berücksichtigt. Wir haben gesehen, dass wir Rollenwechsel bei Räuchlin mit biografischen Ereignissen in Verbindung bringen können, haben aber auch gesehen, dass das jetzt keine handfesten Interpretationen sind, sondern zunächst nur Hypothesen. Dann haben wir Rollen miteinander verglichen, Rollenverläufe zwischen verschiedenen Personen und haben da die Hypothese aufgestellt, dass sich diese Rollenverläufe vielleicht gegenseitig bedingen und dass Räuchlin nach seinem Tod eine Art Vakuum in seiner Vermittlerrolle verursacht, dass andere Leute dann füllen. Also wir sehen, dass hier quantitative und qualitative Analysen schön ineinander greifen, weil die quantitative Analyse hier Hypothesen generiert, die vielleicht später weiter getestet werden können. So, jetzt schaue ich schnell auf die Zeit. Es bleibt noch etwas Zeit. Ich habe Ihnen ja hier die Netzwerkanalyse gezeigt als eine Art Rollenanalyse, aber möchte sicherstellen, dass Sie nicht denken, dass wir Netzwerke nur für Rollenanalysen verwenden können. Also es gibt wirklich noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten von Netzwerken. Ich habe hier drei Anwendungsbeispiele aufgezeigt, die ich Ihnen wirklich nur ganz kurz vorstellen möchte. Das wird jetzt eine Art Feuerwerk ohne tieferen Hintergrund. Einfach, dass Sie sehen, dass Sie einen guten Überblick bekommen, was denn nun die weiteren Möglichkeiten sind. Wir können zum Beispiel die zeitliche Dimension in Netzwerken noch weiter berücksichtigen, um sogenannte kausale Pfade zu finden. Dann können wir wirklich sehen, wie sich Ideen im Netzwerk verbreitet haben aufgrund der chronologischen Abfolge der Sendedaten der Briefe. Des Weiteren können wir eine räumliche Analyse vornehmen, wo wir zum Beispiel schauen, wie sich Briefkorrespondenzen auf den konfessionellen Wechsel in den einzelnen Territorien des Heiligen Römischen Reichs ausgewirkt haben. Also
Macht es wirklich einen Unterschied, ob der Kurfürst nun katholisch bleibt oder protestantisch wird, abhängig davon, welche Reformatoren ihm Briefe schreiben? Laut unserer Analyse ja, und das können wir mit Briefnetzwerken herausfinden, weil sie eine räumliche Dimension haben, die in den Sende- und Empfangsorten abgebildet wird. Und zu guter Letzt können wir auch auf die Gruppenbildung, die sogenannten Communities in den Netzwerken näher eingehen und schauen, inwiefern diese vielleicht mit protestantischen Strömungen zusammenhängen und auch hier eine zeitliche Komponente einbauen, inwiefern sich diese Strömungen entwickelt haben. Die genauen Details erspare ich Ihnen jetzt. Wir gehen gleich zur Zusammenfassung. Was haben wir heute besprochen? Das Ziel unserer Analyse war es, die Kommunikationsrollen von Reuchlin zu erforschen. Wir hatten zwei verschiedene Ausgangspunkte, einen methodischen. Wir haben gesagt, dass die Rollen in einem System entstehen, einem Geflecht aus Beziehungen und Interaktionen und nicht einfach isoliert aus einer Person heraus. Außerdem haben wir den inhaltlichen Ausgangspunkt verwendet, mithilfe der Beobachtung, dass Reuchlin scheinbar in verschiedene Rollenkonflikte eingebettet war und es diese Rollenkonflikte irgendwie zu überbrücken gilt. Ansonsten sterben wir alle an kognitiver Dissonanz oder so. Die Methode, die wir verwendet haben, waren sogenannte Briefkorrespondenznetzwerke. Diese haben wir rekonstruiert, die existieren nicht einfach in der Realität, sondern wir müssen hier Abstraktionen vornehmen. Wir haben die Grundannahme unserer Analyse zugrunde gelegt, die besagt, dass die Topologie, also die Verbindungsstruktur im Netzwerk, Rückschlüsse über das Verhalten der Individuen zulässt. Also die Tatsache, dass Personen auf eine gewisse Art und Weise miteinander verbunden sind, erlaubt uns zu sagen, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten haben. Wir haben gesehen, dass Reuchlin vor allem als globaler Vermittler agiert und das haben wir nicht nur in einer Analyse gezeigt, sondern mit verschiedenen Netzwerken und auch mit verschiedenen Messmethoden. Wir haben auch gesehen, dass andere wichtige Korrespondenzpartner von ihm seine Vermittlerrolle nach Reuchlins Tod übernehmen und hier die Hypothese aufgestellt, ob sie vielleicht ein gewisses Rollenvakuum füllen. Wir haben auch gesehen, dass die Netzwerkanalyse qualitative Forschung ergänzen kann, indem sie eine Art systemische Perspektive auf die Vergangenheit ermöglicht, die nicht ins Detail geht, Details auslässt, aber das gesamte System mit berücksichtigt. Damit wäre ich am Ende. Vielen Dank.